Danke, dass du wieder dabei bist bei Horizon Zero Dawn. Meine Waffen liegen oben auf der Plattform. Da, 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 ich komme nicht aus diesem Ring raus. Da, 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 da. Vielleicht kann ich seine Stärke gegen ihn einsetzen. Hey, 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 Kollege. Die Säule schwankt. Noch ein Treffer und die Säule bricht zusammen. Warte, ich loote noch. No! Aua. Mami. Mami. Das ist verheerend. Noel. Komm rein hier, du Lachsnecken. Muss ich die Säulen kaputt machen? Oh Gott. Oh, Mami, Mami, Mami. Alter, richtig Panik. Krieg ich ja richtig Panik hier, ne? Geschafft. Noch eine Säule und die Plattform kommt runter. Und damit auch meine Waffen. Schön, ne, für dich. So bin ich hier gerade am Sterben. Oh. Nein, wie hast du mich noch erwischt? Ich habe kein Leben mehr. Ich habe kein Leben mehr. Ich habe kein Leben mehr. Das war's. Das ist verheerend. Aua. Ja, wir sind so gut wie tot. Das ist echt scheiße. Ich habe kein Leben regenerieren. Die ist hin. Oh Gott. Eloy wieder in der Hut. Hey! Rat mal, wer wieder Waffen hat. Jetzt bist du nur noch ein großes Spoiler, dummes Ziel. Dir zeige ich's. So. Ja. Mein Freund der Behemoth. Stimmt, ich hab keine Dings mehr, ne? An seinem Kopf. Sie müssen etwas mit seinen Liebeangriffen zu tun haben. Ich hab keinen Fokus mehr, leider. Aber... Der hält auf dem Rücken. Ich muss mal eben irgendwas machen hier. Aua, aua, aua. Au, 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 au. Feuerpfeile. So, komm hier, Feuer. Wobei Feuer, glaube ich, doch erst noch verderbte Maschine, ne? Da bringt Feuer doch richtig viel. Renne! Du kleiner Penner, Alter. Ja, ja. Ich mag das, wenn meine Gegner brennen. Hui, hui, hui. Renn ruhig weiter, Kollege, ne? Habe ich nichts dagegen. Oh, er humpelt. Eigentlich tut mir das voll leid. Aber er ist tot. Aber dass er gehumpelt hat, das war irgendwie schon traurig. Seid still! Schatten, tötet sie! Tötet sie! Warum überlässt du es ihn? Hol mich doch selbst! Verräter!
Und am Ende rettet uns doch Silence, der sonst eher der Passive war. Aber wie schön. Du bist hier. Wirklich hier. Hast dein Leben riskiert. Ja, natürlich. Wenn du stirbst, wird uns der Heilige Berg niemals seine Geheimnisse enthüllen. Dann hast du deine Zeit verschwendet. Helis zerstörte meinen Fokus. Und auch die Alpha Registry. Keineswegs. Ich habe jeden einzelnen Datensatz kopiert, während ich deinen Fokus überwacht habe. Ihre Installation auf einem neuen Fokus war ganz einfach. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Du machst es einem unmöglich, dich zu mögen, Silence. Aber den brauche ich wohl. Finden wir den Ort deiner Geburt. Vielleicht sogar den Grund dafür. Ja, finden wir die Maschine, die mich erzeugt hat. Das willst du doch sagen. Ich muss los. Warte. Ja? Helis hat dich im Sonnenring erkannt. Du sagtest, du hast die Eklipse unterstützt. Nicht, dass du den Mann kennst, der mich töten wollte. Jetzt weißt du es. Der Mann ist eine Bedrohung. Also tun wir, was wir können, damit er und Hades nicht siegen. Gut. Seit wann kannst du Maschinen überbrücken? Seit du diese Technik entdeckt hast. Ich musste für die notwendigen Teile natürlich einen Verderber vernichten. Aber du hast mir ja gezeigt, wie man das macht. Ein weiterer Vorteil davon, dich über deinen Fokus zu überwachen. Ehrlich gesagt, die zugrunde liegende Logik ist gar nicht so verschieden von den Riten der Banuk-Schamanen. Aber natürlich weiter ausgereift. Toll. Gern geschehen, schätze ich. Wie konntest du mich denn finden, obwohl ich keinen Fokus mehr hatte? Wirklich, Aloy. Man muss kein Genie sein, um zu ahnen, dass Helis dich mittags in den Sonnenring werfen würde. Ich brauchte 2 Läufer, um es zu schaffen. Es hat geklappt. Und jetzt ab mit dir. Ich werde gehen. Was es schlimmer macht, Helis hat Eclipse ausgeschickt, um das Heilige Land anzugreifen. Die Nora sind schon geschwächt. Sie haben keine Chance. Du solltest mit mir kommen. Auf gar keinen Fall. Ich muss ein paar Vorbereitungen treffen. Was denn für... Warum frage ich eigentlich? Du sagst es mir eh nicht. Wenn die Zeit reif ist, melde ich mich. Ich melde mich später. Und einstweilen. Falls du wieder ins Schatten-Kaja-Gebiet willst, habe ich hier eine Rüstung, in der dich niemand erkennt. Du denkst wirklich an alles, was? Einer muss es ja. Aloy, als du die Alpha Registry geborgen hast, unten im Zero Dawn Bunker, ich war gemein zu dir. Ganz im Ernst. Ich hoffe, dass im Innern des Berges jemand auf dich wartet. Kein Etwas, ein Jemand. Yeah! Und da sind wir wieder. Der Schrecken der Sonne Hauptquest abgeschlossen. Und wir sollten jetzt eigentlich eine neue Schattengetreue. Ist aber hübsch, nicht? Oh Mann. Ja. Sind wir echt weit gekommen bisher, oder? Ich finde das so toll. Ach man, ich finde das toll, wie weit wir jetzt schon wieder hier gekommen sind im Spiel und ich werde jetzt endlich nochmal speichern. Ich kann keinen neuen Spielstand machen, ich überspeichere den einfach mal. Ja, damit ich auch nochmal einen Safe-Stand hier habe. Nochmal Quick-Save, alles easy going. Kann ich wieder skillen? Ja, kann ich. Ich wollte nämlich das skillen, dass ich mehr Schaden mache mit meinen Schlägen. Denn das wäre mal vorteilhaft. Ich gebe dich zur Urmutter. Sind ja nur 4000 Meter oder so. Ja, ist ein ganz schönes Stück auf jeden Fall.
Aber wir können uns ja hier... Schnellreise ist nicht erlaubt. Warum darf ich nicht schnell reisen? Darf ich hierhin schnell reisen? Ja. Das Spiel möchte wohl nicht, dass ich mich dahin teleportiere. Darf ich nicht? Darf ich nicht? Darf ich nicht? Spiel sagt nein. Da darf ich, vor den Toren. Das ist noch in... Vor den Toren darf ich mich teleportieren und das war's. Okay. Das Spiel gibt hier vor, ne? Oh Mann. Urmutter müssen wir unbedingt erreichen. Oh, ich bin schon so gespannt. Was ist in dem Berg? Ist das einfach nur eine weitere Maschine, eine weitere Technik? Keine Ahnung. Ich liebe das, wenn ich in Spielen so richtig hyped bin, immer weiterkomme und immer mehr denke, es ergibt langsam alles Sinn. Ich muss weiterspielen, ich muss weiterspielen. Alles ergibt Sinn. Das ist bei mir immer ein schöner Moment in meinem Leben. Du kannst vorübergehend Maschinen aus dem Kampf nehmen, indem du den Seilwerfer verwendest und sie festbindest. Ah, nice. Coole Sache, Bro. Los, los, los. Bin ich... Miau. Hi. Ich muss hier lang, ne? Boah, wieder hier zu sein, ist crazy. Wie lange ich nicht mehr hier war. Sehr lange auf jeden Fall. Hier müsste gleich das Tor kommen. Hier haben wir unseren ersten Sägezahn gekillt. Dieser Geruch. Brennende Bäume. Das Becken. Wachtürme in Flammen. Aber die Wachposten hatten noch Zeit, den Stamm zu warnen. Ja, und wir sind unterwegs. Komme ich da durch? Ich bin hier falsch. Gut. Spiel sagt nein. Ich hätte da lang gemusst. Toll. Und ich dachte, wir sind jetzt hier richtig cool dabei, ja? Hier sind wir richtig. Gib Gummi. Ah! Bäume. Blumen wollte ich schon sagen. Ja, Bäume. Da sehe ich brennende Wachtürme. Oh. Sie war niemand, der einfach so aufgibt. Ich habe irgendwas gekillt. Sie mussten für ihr Leben teuer bezahlen. Letztendlich ist das wohl alles, worauf wir noch hoffen können. Aus dem Weg, yo. Alles tot. Aus dem Weg, du Penner. Keine Zeit dafür. Da oben haben wir, glaube ich, die Frau damals getroffen. Ich reite einfach alles über. Noch was umgefahren. Haben wir jetzt schon alle gekillt, den ganzen Stamm? Höchstwahrscheinlich, ne? Alter, das ist auch wieder Massensuizid. Ich bin gar nicht hier. Massengetöte. Halt so Unnötiges. Ne? Ich habe ja den Stress gemacht und nicht die. Ba, 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 ba. Aber wir sind ja flotte Karotte noch unterwegs. Wow, alles einfach noch zerstört. Eine Niederlage. Die Eclipse hat alles zerstört. Alle sind tot. Wirklich alle. Wow. Niemand, der mehr lebt. Mega, mega traurig eigentlich. Was jetzt? Ich glaube, ich bin sicher. Was machen wir jetzt, ist die Frage. Weg mit dir, du Lachsnecken. Na? Okay, den haben wir auch. Ganz ruhig. Oh. Ja. Geronimo. Okay, den haben wir. Au, 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 au. Ganz ruhig, Kollegen, ganz ruhig. Was mache ich jetzt?
brennt, meine kleinen Freunde. Brennt. Denn Feuer, das mögt ihr nicht. Und das weiß ich. Von Wikipedia, Mann. Mehr Feuer für dich. Aua, aua, ich steck fest. So. Noch mehr Feuer. Au, 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 au. Ha. Aua. Na, Stein mitten ins Face, ey. Das reicht's mir. Komm her jetzt. So, ich brauche mehr Feuer wieder. Für den Kollegen. Ich glaube, ich auch von allem erwischen. Das ist richtig traurig. Brenne. Aua, daneben geschossen, daneben geschossen. Alles easy. Brenne jetzt. Wechseln, 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 wechseln. Ja. Boah. Oh. Ich hab ihn. Ich hab ihn, Mann. Was macht er da hinten jetzt? Party in sie. Er kämpft gegen mein Reittier. Oh oh. Komm her. Ey, du kleiner Pennerich, ne? Lässt du wohl meine Maut in Ruhe? Dafür musst du auch wieder brennen. Ist dir schon bewusst, ne? Komm her jetzt hier. Ah. Love it, love it, love it, love it, love it, love it, love it. Down. 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 Ach, geht doch. Ich geh noch zu viel. Richtig aufregend, ne? Oh Mann. Nachmachen hier. Schön mehr Pfeile. Ach, mein armes Reittier. Dem geht's nicht mehr gut. Ich erlöse dich. Ich bin bereit. Ich habe keine Wahl. Ich erlöse dich. Du bist erlöst. Schönen Tag noch. Ich dachte gerade, das ist ein richtiges, aber es ist nur eine Attrappe. Oh. Neben mir steht da wieder ein Roboter. Ich dachte schon, ich krieg zu viel, ne? Oh Mann. Ah, bin noch ein bisschen aufgeregt, Mann. Ist hier noch irgendwas in der Nähe? Scheint nicht so. Ich frag mich, was jetzt mit den Alten passiert ist. Ja, oder mit dem Typen, der mir damals die Rüstung geschenkt hat, den ich gerettet habe, den Jungen. Sie werden alle tot sein? Weit. Wir haben es gleich geschafft, Leute. Mal mit der Ruhe. Hauptsache, wir kommen an. Hauptsache, wir kommen an. Stück für Stück. Etwas Vorrat. Heilung, 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 Heilung. Nimm die Heilung. Noch 100 Meter. Mehr Eklipse. Oh, tatsächlich, ein verdorbener Donnerkiefer. Alter. Die Überlebenden müssen sich im Berg verstecken. Wenn der Tunnel einstürzt, werden sie begraben. Und ich erreiche die Luke nie. Ihr wollt mich doch verarschen. Genau. Lass den Berg einstürzen. Ihr wollt mich doch verarschen. Ihr wollt mich doch. Okay, Leute. Ihr habt euch euer eigenes Grab geschaufelt, Nora. Das wird eure letzte Ruhestätte. Jetzt bin ich dran. So,
Krieger an Aloys Seite. Jetzt! Für Aloy! Für die Ohrmutter! Val und Sona, sie leben. So. Komm her, du Monsterfick! Oh, keine Munde mehr. Die Göttin richte dich! So, ganz ruhig, ich muss. Wo ist sie? Irgendwie muss ich die Waffen absprengen, damit ich sie aufheben kann. Ist da einer weggeflogen gerade? Die Verderbnis wird nicht siegen! Ich weiß, dass man von ihm die schweren Waffen absprengen konnte. Aber ich weiß nicht mehr wie. Da ist eine. Zurück in die verdorbene Erde, Dämon! Das war jetzt doof. Wobei wir sehr viel Schaden gemacht haben. So ist ja nicht. Ungläubig und verdammt! Du wirst sterben! Au! Au, 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 au. Zurück in die verdorbene Erde, Dämon! Ich bin noch am Leben, alles gut. So. Mit dir. Ich mach grad noch den kleinen Vieh weg, denn kleinen Vieh ist auch Mist, ne? Erledigt den Dämon! Oh, Kacke. Er ist ein Feuerdings jetzt, ne? Weil er ja übernommen ist. Erledigt es! Renne um dein Leben, Junge. Ach du Kacke. Die Göttin richte dich. So, und? Ab damit. Ja, Mann. Ja. Wir haben ihn getötet. Alter, was für ein Kampf. Der Kampf war ein Krampf. Hui, das war nicey dicey. Oh, hier war noch eine schwere Waffe. Oh, das hätte so viel erleichtert. Das hätte so viel erleichtert. Aloy. Aloy, deine Taten wiederholen die alten Geschichten. Noch ein Metallteufel, der auf den Berghängen vernichtet wird. Wärst du nicht zurückgekehrt, der Stamm wäre verloren gewesen. Du hast uns gerettet. Du hast geschafft, was sonst niemand konnte. Schön, dass es dir gut geht, Val. Dir geht's doch gut. Seit der Erprobung. So viel Tod. Ist das Töten vorbei? Im Moment aber. Das war nur ein Kampf, Val. Es kommen noch mehr. Ich verstehe. Solange du uns im Kampf unterstützt, werden wir es schon schaffen. Wie viele haben den Angriff überlebt? Fast alle Stammmütter und viele Familien, Göttin sei Dank. Aber Krieger? Nur ein paar. Die meisten sind verwundet. Niemals zuvor hat ein Feind unser Volk so sehr ins Herz getroffen. Sogar die Kharja sind bei ihren Raubzügen niemals ins Becken hineingelangt. Tja, dieser Feind ist zwar hineingekommen, aber nicht wieder hinaus. Wir sorgten dafür. Bist du schwer verletzt? Bleibt kein Knochen. Lang gebrochen. Sing mir kein Jägerlied vor, Val. Bist du okay? Mir tut alles weh. Aber am Kämpfen wird's mich nicht hindern. Erzähl mir von dem Angriff. Was ist passiert? Sie kamen von Osten. Unsere Wachposten sahen, wie sie anrückten. Sagten, sie marschierten mit Todbringern und Verderbern. Und anderen Maschinen, alle verrückt. Wir stellten uns auf, empfingen sie mit einem Pfeilhagel. Manche fielen, aber längst nicht genug. Schließlich zogen wir uns zu den Toren zurück, zur Verteidigung. Doch es waren zu viele. Wer überlebte,
floh zum Berg zurück. Die Überlebenden suchten also Schutz im Berg? Aber es dürfen ihn doch nur Stammmütter betreten. Tirsa brach das Tabu. Sie befahl dem Stamm im Berg Schutz zu suchen. Lansra, sie wollte das nicht. Aber ich glaube, sie hat niemand gehört bei dem Kampfgeschrei. Tirsas Entscheidung war richtig. Gut für sie. Der gesunde Menschenverstand hat sich durchgesetzt. Ich muss in den Berg hineingehen. Die Stammmütter werden dich sehen wollen. Bestimmt. Aber dafür bin ich nicht hier. Dann, wofür? Du wirst sehen. Oh, weiter geht es. Ich hoffe, der eine Typ, den ich überhaupt nicht mochte, ist gestorben. Diesen Anführer-Dude. Boah, der war so unsympathisch. Boah. Hallo, aber es ist gut, dass die meisten eigentlich die Zivilisten so weit überlebt haben. Was ist denn mit Tapir? Ist der auch tot, oder? Mann, so viele Fragen. Aloy, du bist zurück. Hey. Ich freue mich, dich zu sehen. Deine Verletzungen, sind sie sehr schwer? Nur ein paar Kratzer. Nichts, was ich nicht mit Nadel und Faden in Ordnung bringen könnte. Als Näher kann man in der Schlacht also doch etwas leisten, was? Ja, ich schätze schon. Oh Mann, oh Mann, oh Mann! Endlich, endlich! Geht's in der nächsten Folge bei Horizon Zero Dawn hier weiter. Danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao.